Rückblick. Großes Interesse 2013 in Magdeburg. Politiker, Vertreter der Industrie- und Handelskammer, der Wirtschaft sowie infrastrukturell Betroffene demonstrieren am 12. Dezember 2013 vor der Landesgeschäftsstelle des BUND Sachsen-Anhalt e.V. für den schnellen Lückenschluss der A14. Ziemlich genau 10 Jahre später, in Lüderitz, wird mit ähnlicher Beteiligung die Eröffnung des 3. fertigen Verkehrsabschnitts der A14 in Sachsen-Anhalt gefeiert. Ja, ich hoffe, dass es keine weiteren 10 Jahre dauert, bis sie vollständig fertiggestellt ist. Ja, und die Mahnwache hat ja auch etwas bewirkt. Ne? Und wir sind ja jetzt hier auf schnellen Spuren, dass wir weit fertig werden in den nächsten Jahren. Verkehrsministerin Lydia Hüskens strahlt regelrecht beim Durchschneiden des Eröffnungsbands. Ja, der Autobahnbau begleitet mich eigentlich schon seit 30 Jahren. Einmal erst die Strecke Magdeburg-Halle, jetzt die Strecke in den Norden. Und ich glaube, die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt freuen sich darauf, wenn diese Autobahn dann irgendwann komplett fertig ist. Und nicht nur die Ministerin ist erfreut. Auch die Unternehmen der Region erwarten rosige Aussichten. Ich sehe eigentlich tatsächlich für die gesamte Region deutlich mehr Chancen, weil wir sehen überall dort, wo Autobahnen entstehen, wo überregionale Verkehrssysteme entstehen, dass sich Unternehmen dort ansiedeln, dass sich Logistiker ansiedeln, später Produktionsunternehmen und dass dies für die Region natürlich insgesamt auch ein wirtschaftlicher Gewinn ist. Unter großer Beteiligung fand die Eröffnungsfahrt über das neue Teilstück statt. Mit der 15 Kilometer langen Strecke zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz sind jetzt 30 Kilometer A14 in Sachsen-Anhalt befahrbar. Und damit geht es direkt weiter zu einem anderen Teilstück der A14. Für den Abschnitt zwischen Dahlen-Warsleben und Wolmerstedt wurde bereits 2 Wochen vorher der erste Spatenstich gesetzt. Dieses 11,5 Kilometer lange Teilstück hat es in sich. Immerhin muss der Mittellandkanal überquert werden. André Rummel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, war auch schon vor 10 Jahren dabei. Das ist so, heute ist ein kalter Tag, aber ein guter Tag für Sachsen-Anhalt, insbesondere für den Norden Sachsen-Anhalts, weil die Autobahn A14 immer weiter wächst. Und wir haben es gerade gehört jetzt beim Spatenstich, die Autobahn A14 ist nicht mehr aufzuhalten. Und dafür haben wir in den letzten Jahren sehr viel gekämpft, muss ich sagen. Die Unternehmer standen bei dem Thema an unserer Seite und haben für ihre Autobahn gestritten. Und das hat am Endeffekt Erfolg gehabt. Und jetzt können wir sagen, heute Spatenstich, Ortsumfahrung Wolmirstedt, in 14 Tagen Verkehrsfreigabe bis nach Lüderitz, sodass an allen Abschnitten im Norden Sachsen-Anhalts gebaut wird. Nächstes Jahr folgt dann noch der Spatenstich für die Ortsumfahrung Wittenberge. Und dann wird überall gebaut und dann, denke ich, können wir in einigen Jahren auch die Autobahn nutzen. Und das hätten wir schon sehr viel eher haben müssen, sage ich aus heutiger Sicht. Aber es hat jetzt die längste Zeit gedauert und nun geht's los.